Hallo, ich bin ein Roboter und Sie sehen die vierte Folge Game Dev Tycoon. Heute gibt es keine Folge Surviving Mars, dafür aber eine Runde Fortnite. Viel Spaß! Und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ja, ich habe mir einen Roboter gekauft, der nur für euch die Anmoderation macht. Und ich kriege hier schon wieder von der... Was heißt schon wieder? Ich kriege das erste Mal hier von der Game Convention eine Benachrichtigung. Sobald ich weiß, können wir dann auch einen Stand aufbauen. Also, ja. Lesen wir uns einfach mal durch. Sehr geehrter Raxo Evolution. Übersetzung mal wieder super. Wir haben Ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen, an den größten Spielemessen der Welt, der Games, auch als G3 bekannt, teilzunehmen. Einfach nur geil. Mit Ihrem eigenen Stand können Sie auf der G3 viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch Ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn Sie teilnehmen würden. Wir werden Sie jährlich mit Standoptionen kontaktieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie auf der G3 begrüßen. Ja, okay. Klar, gerne. Es ist ja nur gut für uns. Und ja, ich habe mal wieder ein paar Tage lang nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, wir erforschen jetzt die bessere Benutzererfahrung und du erforschst. Wir haben keine Forschungspunkte mehr. Dann erforschst du halt nichts. Und dann warte ich nochmal ganz kurz. Können wir irgendwas anderes machen? In den Urlaub schicken. Ich trainiere dich nochmal. Ach so, dafür braucht man auch Forschungspunkte. Egal. Bessere Benutzererfahrung erforscht. Ja, dann würde ich sagen, entwickeln wir ein neues Spiel. Haben wir schon den Landwirtschaftssimulator 8? Ich glaube nicht. Ja, da weiß ich doch direkt, was wir tun werden. Landwirtschaftssimulator 8 wahrscheinlich. Haben wir den schon längst. Richtet sich an alle. Definitiv. Genre, Simulation, Plattform. Oh, der Gaming hat kaum noch Anteil, aber immer noch am meisten von allen. Der PC hat 16. Ja, vielleicht lohnt sich das langsam mal und wir sollten mal irgendwann die Evolution Engine mal weiter programmieren. Denn wir haben die 3D-Grafik ja jetzt auch freigeschaltet. So. Engine ist wichtig. Gameplay... nicht so ganz. Story und Quests sind, ja, nicht so viel. So, ich mach das hier. Obwohl ich würde sagen, nee, Arthur macht das. Und du machst das. Perfekt. Komisch, dass das schon vor aufgeteilt ist. Marktanalyse, das scheint für ein Abenteuerspiele besonders angesagt zu sein, okay. Ach, guck mal, da oben steht jetzt auch beliebtes Genre Abenteuer. Können wir uns dann ja gleich mal dran machen. So, ja, Level Design scheint auch wichtig zu sein. Also, nee, Arthur, du sollst schon das machen. So, Victoria, mach das. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Arbeit. So. Oh Mann, die ist echt richtig erschöpft. Die muss gleich in den Urlaub. Ne, Victoria, du bist erschöpft. Du musst in den Urlaub. Wir haben schon 7000 Fans, heftig. Grafik scheint wichtig zu sein. Sound auch. Wieso macht Victoria immer so viel? Ja. So, ist ganz okay. Jo, die Game Convention. Ein kleiner Messestand, ein mittlerer Messestand oder ein großer Messestand? Ich würde sagen, wir gönnen uns einfach mal für 500.000 einen mittleren. Hoffentlich lohnt sich das auch. Denn ich habe jetzt wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben. So, ernsthaft? Ihr habt, Alter, 13 Bucks. Macht ihr die mir aber mal schnell weg. Die braucht keiner. Hallo? Perfekt. Kein neuer Rekord und auch scheinbar keine Levelaufstiege. Ach so, stimmt, die haben auch Level. Ah, Spielemesse. Cool. Sind das alle Leute, die da waren? Wahrscheinlich. 32.000. Oh. 70.000 Leute. Ist das gut? Erste Bewertungen, okay. Ach ja, okay. Ist in Ordnung. Durchschnittlich. Ich würde es aber mal gerne darauf klicken. 70.000 Leute waren da. Uff. Ja, Bewertungen sind ganz okay. Du magst es, okay. 70.000 Leute haben unseren Messestand besucht. Dieses Jahr haben wir es nicht nur in die Top 100 der meistbesuchten Messestände geschafft. Sobald wir mehr Fans haben, werden wir es bestimmt schaffen, da bin ich mir sicher. Also habe ich jetzt 500.000 umsonst ausgegeben.
Jo. Kommt mir so vor. Wonny. Ach, cool. Das Play System. Nee, das ist der Spielbahnhof. Das ist nicht das Play System, das ist der Spielbahnhof. Da ist aber ein Fehler. Ja, ich würde sagen, wir sollten mal eine eigene Engine nochmal machen. Das ist die Evolution Engine Reloaded. Really? Nee, das ist dann die Reloaded Engine. Geiler Name. Wieso ist die 3D-Grafik billiger? Egal, ich nehme es trotzdem. Wir können beides nehmen, okay. Warum auch nicht? Ja. Ach du Scheiße, das ist teuer. 280.000. Naja, der Messestand war teurer. Fortsetzungen. Nice, Alter. Das ist sehr gut. Fortsetzungen sind cool. Habe ich auch schon einige gemacht. Oh, der Landwirtschaftssimulator hat diese Woche nochmal gut reingehauen. Und wir waren in den Trends. Ja. PlaySystem. Ist auch immer noch eine der erfolgreichsten Konsolen. Wenn nicht sogar die erfolgreichste Konsole. Hat dann ja mittlerweile auch Nintendo überholt. Habe ich auch selbst eine PlayStation. Sehr cool. Freue mich auch auf die PlayStation 5. Bin ich mir aber nicht sicher, ob ich die haben will. Die Reloaded Engine ist fertig. So. Ach du Scheiße. Wir haben viel zu forschen. Erstmal Fortsetzungen. Du kannst gerne in den Urlaub. Du forschst dann nochmal die besseren Dialoge. Damit beide irgendwas zu forschen haben, denn wir haben immer noch 2,1 Millionen. Nicht am Kopf kratzen. Meine Güte. Alter, der ist ja richtig schlecht. Arthur, ich dachte, du wärst eine Berühmtheit. Und inwiefern haben sich eigentlich deine Sicherheitssachen gelohnt? Der Markt, oh, schade, stimmt. Da gab es ja den Abenteuertrend. Irgendwie ist dieses Spiel ein bisschen zu leicht. Ach, guck mal, Victoria ist auch wieder zurück. Guck mal, du hast den ganzen Urlaub von Victoria lang geforscht. Oh Mann. Fortsetzung entwickeln, Tatsache. Oh, sorry, da habe ich eine Nachricht bekommen. Oder da bin ich wieder. Wir nehmen jetzt einfach mal Zeopets Extreme Reloaded. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Die sagen einfach mal Zeopets Remake. Natürlich richtet sich das an Kinder. Und alles ist tatsächlich schon voreingestellt. Wir nehmen natürlich die Reloaded Engine. Wieso kann ich nicht weiter? Ach so, ich habe keine Plattform. Upsi. Oh, Tatsache, das PlaySystem ist richtig stark. Wollen wir es fürs PlaySystem machen? Warum nicht? Jo, ein bisschen teuer. Was ist denn am besten? 3D-Grafik? Schon. Leute, wir hauen jetzt richtig raus. Es muss erfolgreich werden. Gameplay ist auch wichtig. Victoria kann jetzt am meisten machen und Arthur dann halt das. Uff, das wird ein teures Spiel, Leute. Hype? Woher haben wir jetzt Hype? Also, ich beschwere mich nicht. Aber, warum? Level Editor? Oh Gott, die ganzen Voreinstellungen nerven mich. Oh, jetzt mache ich wieder so total viel. Nee, so machen wir das am besten mal. Grafik ist ja scheinbar sehr wichtig. Ja, passt schon so. Passt schon so. Nein, ich habe die Sachen an. Scheiße. Und schon wieder sowas. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft. Nein. Warte, wenn sie Wargames spielen möchten. Heute haben es kürzlich das Zugriff auf entscheidende Systemkomponenten ihrer Konkurrenten zu erhalten. Wenn sie Wargames spielen möchten, überweisen sie 60.000 an die angegebenen Verbindungen. Nein. Ich will nichts Illegales machen. So böse bin ich auch wieder nicht. Lorraine Bilston. Nein, just kidding. Und wir haben Hype von 14. Geht er denn hoch?
wenn ich das nicht fertigstelle. Wäre mal ein weiterer Grund, nicht fertigzustellen. Und zwei neue Rekorde. Künstliche Intelligenz-Level-Aufstieg und ich habe einen Level-Aufstieg. Verbesserte KI. Ja, macht Sinn. So, bitte, 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 bitte. Nein. Ich habe so viel Geld dafür rausgeworfen. Bitte. Mach teilweise. Oh, Menno. Ja, die Kombination ist gut. Das habe ich auch schon mal gehört. Oh, bitte. Ich mag es. Ja, schön für dich. Du musst auch wieder in den Kackurlaub. Oh Gott. Okay, Verkaufszahlen sind in Ordnung. Ich will mal ganz kurz gucken. Wie sehen die Plattformen aus? Ja. Play System ist jetzt ganz vorne mit dabei. Macht auch Sinn. Aber wir machen trotzdem Plus. Und zwar ordentlich. Mann, die Verkaufszahlen gehen nicht runter. Cool. Scheint doch ein Erfolg zu sein. Also ich meine, okay, unser erfolgreichstes Spiel hat in der ersten Woche 100.000 Einheiten verkauft. Wenig Gear wird vom Markt genommen. Auch Menno. Ja, guck mal, hier ist ein Mars-Poster. Passt ja zu einer aktuellen Serie. Morgen kommt es keine. Oh, so, stimmt. Ja, dann nehme ich den kleinen. Wichtiger ist mir das jetzt auch nicht. Publisher-Vertrag. Ich will nochmal ein neues Spiel. Obwohl, nee. Wir erforschen ein neues Thema. Stadt. Ja, Leute, komm. Hier, wir machen einfach jetzt hier City Skylines, oder? Komm. So, du erforschst auch ein neues Thema. Nämlich Krankenhaus. Krankenhaus-Simulator. Und du erforschst direkt ein neues Thema. Damit wir einfach mal Gefängnis. Prison Architect. Sowas von. Ach, cool, Leute. Komm, wir kommen doch an die 100.000 verkauften Einheiten. Ja? Ja? Jawohl. Oh, passend. So, letztes Jahr haben wir 70.000 bekommen. Mal sehen, wie viel wir dieses Jahr kriegen. Wir haben ja nur einen kleinen Stand. Boah, wir haben 500.000 letztes Mal bezahlt und jetzt haben wir fast genauso viel bekommen, nur 80.000 bezahlt. Das war echt ein Fehler. Ja, nicht geschafft. Krankenhaus, Gefängnis, ist alles fertig. Thema. Sowas von City Skylines. Cities, Skylines. Mittel. Richtet sich an alle schon. Genre, Simulation, Plattform. Ja, nehmen wir nochmal das Play System. Natürlich die Reloaded Engine. Das braucht eine 3D-Grafik, oder? Schon. WNRG wird nicht mehr unterstützt. Guck mal, was wäre passiert, wenn ich jetzt auf die WNRG gegangen wäre? Das verstehe ich nicht so ganz. Hier haben wir alles ausgewählt. 90.000. Uff. Engine ist wichtig. Gameplay auch. Ja, Aufteilung ist ganz okay. Hauptsache, niemand ist vollständig ausgelastet. Und wir haben schon wieder Hype. Woher kommt das immer? Kommt das von den Messeständen? Ich weiß es nicht. Und wir haben keinen Landwirtschaftssimulator 9. Scheiße. Und Arthur macht mal wieder gar nichts. So, Open World. Und ja, Mono Sound. Okay, Victoria ist vollständig überlastet. Dann machst du das mal. Victoria, du machst das. Und dann sind wir doch alle ganz ausgeglichen. Und fertigstellen. Wieder zwei neue... Alter, das sind sehr extreme Rekorde. Und wir werden jetzt sehr viele neue Forschungen haben. Aufgrund der verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Nein! Was? Victoria, 35.000? Bist du nichts zu gebrauchen. Mehr Spieler haben... Oh, mehr Spielermodus, Charakterentwicklung und Stereo-Sound. Super, wir haben da jetzt auch sehr viele Forschungspunkte. Die würde ich dann gerne da rein investieren. So, bitte, bitte, bitte. City Skylines ist ein tolles Spiel. Wenn ihr es nicht mögt, selbst schuld. Jawohl! Jawohl! Leute, wir haben es geschafft.
Wir haben wieder einen Hit gelandet. Perfekt. Meint ihr, wir können ein neues Büro? Jeder liebt es. Wunderbar. Cool, Leute. Jetzt kriegen wir in der zweiten Folge dieses Büros so ein neues, oder wie? Ja, okay, es kommt nicht so gut an wie der Landwirtschaftssimulator, der da so gut angekommen ist. Welcher war das nochmal? Der 6er? Ich glaube schon. Das letzte Spiel von Raxo Evolution hat durchweg sehr positive Bewertungen bekommen. Stargames gab ihm eine 5 und sagte, mein neuer Favorit. Ja, das hast du schon mehrmals gesagt, Stargames. Wenn Raxo Evolution weiterhin so innovativ bleibt, wird es zum Publikumsliebling. Ich frage mich, wie viele Millionen ich brauche, um umzuziehen. Wäre nice, wenn es irgendwie so 5 Millionen wären. Denn dann würden wir da jetzt vielleicht drankommen. Wir forschen trotzdem erstmal. Ja, wir haben viel zu forschen. Verbesserte KI. Und wir haben keine Forschungspunkte mehr. Wie konnte das so viele Forschungspunkte kosten? Dann macht ihr mal beide Spielberichte. Stimmt, haben wir lange nicht mehr gemacht. Nicht so schlau eigentlich. Braucht man ja eigentlich. Können wir jetzt noch irgendwas forschen? Den Mehrspielermodus. Ein Spielbericht. Nicht? Wir können keinen Spielbericht mehr machen. Ja, bla bla. Eigentlich interessiert mich das Ergebnis jetzt gerade nicht. Es wird uns ja sowieso angezeigt. Nee, uns wird eh nichts angezeigt. City Skylines wurde vom Markt genommen. Okay. Dann machen wir mal gleich den neuen Landwirtschaftssimulator. Mehrspielermodus. Perfekt. Fortsetzung entwickeln. Landwirtschaftssimulator. Ach Leute, da wurde ich gerade einfach von Till angerufen. Soll mal wieder ein Video mit dem kommen? Das war ja mein erstes Fortnite-Video mit dem. Mittel. So, ja, er richtet sich natürlich an alle. Plattformen. Simulation ist gut. Alle ist auch gut. Perfekt. Natürlich die Reloaded Engine. Wunderbare 3D-Grafik. Ist dann auch das letzte Spiel für heute. Okay. Engine, nicht ganz so wichtig. Haben wir hier alles? Wir haben ja alles. Aufteilung ist perfekt. Ne, Arthur? Du musst aber ein bisschen mehr machen, weil die Victoria, die ist ziemlich überlastet. Jason Green von Gaming World. Ist das nicht... Nee. Ich dachte irgendwie schon Green World. Das sind aber, ich weiß, die Entwickler. Und nee, Green Hearts sind die Entwickler. Meine Fresse. Ich habe gehört, dass Raxo Evolution gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Ja, klar. Interview. Ach, guck mal, jetzt kann ich das Interview selbst machen. Was ist Ihre Erwartung hinsichtlich des Erfolges vom Landwirtschaftssimulator 10? Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Pushe das Spiel, sei bescheiden. Also, wenn es nicht so toll wird, nehme ich an, dass die Bewertungen dann schlechter werden. Egal. Bringt uns halb. Oh, 18,5. 20, 21. Ach du Scheiße, ich habe noch nie so viel Hype. Wenn das jetzt gut wird, dann freue ich mich. Nein. Arthur, du machst das. Ja, so ist eigentlich ganz gut. Okay, ein Invento, der T. Oh, der TS64, okay. Ja. Gott, Leute, tut mir leid, ich kriege hier die ganze Zeit Nachrichten. Ach Gott, ungünstig, mitten in der Aufnahme. Hi Chef, ein guter Freund von mir ist in einer Organisation tätig, der für mehr Frauen in der Branche einsetzt. Okay. Sie suchen noch nach Sponsoren und ich dachte mir, dass hier eine super Chance für uns wäre. Würden Sie uns aushelfen? Natürlich. Natürlich. Oh Gott, bitte, Paul. Oh Mann, ey. Alter Leute, wir haben 82 Hype. Ja, normaler Stand. Bin nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Kein neuer Rekord und auch keine Levelaufstiege, wie es mir scheint. Doch, Arthur hat einen Levelaufstieg. Ja, kriegt ein besseres Gehalt. Ist sowieso besser als Victoria. Apropos Victoria, du kommst in den Urlaub. So, bitte. Ja, okay. Ja. Ganz in Ordnung. Erfüllt die Erwartungen nicht ganz. Schade. Ich habe ja gesagt, die Bewertungen werden wahrscheinlich viel schlechter. Okay, Simulationsspiele funktionieren gut auf dem PlaySystem. Du machst mal einen Spielbericht. Ach ja, die Verkaufszahlen sind aber ganz ordentlich. Ja, Leute, das würde ich sagen. Oh,
Das schauen wir uns noch ganz kurz an. Das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde Game Dev Tycoon wieder. Und ja, schauen wir uns noch mal ganz kurz den Countdown an. Beziehungsweise den Count-Up. 58.000 Menschen. Perfekt. Und die neue Plattform. Ja, wir haben es dieses Jahr leider auch nicht geschafft. Aber ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute.